Disney Junior zeigt euch jetzt eine kleine Geschichte mit euren Wunderhausfreunden. Als Daisy die Ballons ihrer Freunde festhält, hebt sie mit Minnie ab. Und alle müssen helfen. Oh, oh, sucht irgendetwas Schweres. Lass mich mal nachdenken. Was ist das? Was ist was? Meine Hantel. Die ist schwer, nicht wahr? Perfekt, Goofy. Und jetzt werft sie hoch. Ich bin oben. Hey, das habt ihr wirklich gut gemacht. Wir sind im Anflug. Oh, halt uns fest, Mickey. Helft mir, an die beiden ranzukommen. Streckt eure Hände nach oben und versucht mit mir, an die beiden ranzukommen. Sehr schön. Jetzt noch ein bisschen höher. Helft mir, Minnie und Daisy zu greifen und streckt eure Hände so hoch, wie ihr könnt. Hurra! Wir haben Minnie gerettet. Danke, Mickey. Danke, liebe Freunde. Ruff, ruff. Direkt auf das Riesenrad zu. Na los, kommt, lasst uns jetzt Daisy retten. Keine Sorge, Daisy, wir kommen. Helft uns, in die Pedale zu treten. Tretet so schnell, wie ihr könnt. Treten, treten, treten. Treten, treten, treten. Treten, treten, treten. Oh, Junge, wir haben es geschafft. Wir sind vor Daisy am Riesenrad angekommen. Um ganz nach oben zu kommen, müssen wir von der Zahl 10 bis ganz nach oben zur Zahl 20 gelangen. Also los, zählt mit mir von 10 bis 20. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh Junge, ihr habt es geschafft. Jetzt bin ich ganz oben auf dem Riesenrad. Ihr habt super gezählt. So, und jetzt helft mir, an Daisy ranzukommen. Hier bin ich. Streckt die Hände nach oben. Noch ein bisschen höher. Und jetzt reckt euch so hoch, wie ihr könnt. So, und nun fangt Daisy. Fangt sie. Oh, Junge, wir haben es geschafft. Ich wusste, du würdest mich nicht hängen lassen. Oh, Potzblitz. Wow. Hurra! Danke, dass ihr mich gerettet habt, Freunde. Tut mir leid, dass ich alle Ballons für mich haben wollte. Es ist besser, mit seinen Freunden zu teilen, als so ein Überflieger zu sein. Ich weiß, was wir mit diesen Luftballons machen. Oh, oh, sei lieber vorsichtig, Daisy. Ich teile sie mit meinen Freunden. Hier für dich, Mickey. Minnie? Pluto? Donald, Goofy und der hier ist für euch. Gemeinsam konnten die Freunde das Problem in Luft auflösen. Toll gemacht! Noch mehr Geschichten von Mickey Mouse Wunderhaus gibt's auf Disney Junior.